Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play von Omsi, der Omnibus Simulator 2. Wie in den letzten zwei Folgen sind wir immer noch hier in Neuendorf und fahren heute, wie ihr hier schon an der Matrix seht, zum Freiberger Ring, die Linie 301. Ja, die geht so ungefähr 20 Minuten lang, also perfekt für so eine Omsi-Folge eben. Das heißt, wir setzen uns ins Gefährt rein. Das ist immer noch der gleiche Bus wie beim letzten Mal. Ich habe gar keine neue Situation erstellt. So, jetzt haben wir es. Und ja, ich wollte einfach nochmal mit dem Schaltwagen fahren, weil es mir so viel Spaß macht. Und beim nächsten Mal, dann werden wir wahrscheinlich die Automatik-Variante von diesem Gefährt nehmen. Also, ich würde sagen, erstmal mache ich hier die Hilfshalle rein. In 10 Minuten fahren wir los, also das geht noch. Dann Elektronik an. Ich blink noch, warte. So. Okay. Motor an. Dann dürfen wir jetzt, glaube ich, ja, hier abbiegen. Erster Gang rein. Und los. Gut, ich habe doch keine Haltestellenbremse mehr drin. Ich dachte vorhin. Aber anscheinend ja wohl doch nicht. Auch gut. Okay, zweiter Gang. Und da ist Hauptbahnhof Ausstieg. Aber wir müssen zum Einstieg. Und hoffentlich fahren die Leute heute mal mit. Aber werden wir ja sehen. Das sieht gut aus. Ja, sie fahren heute mal mit. Geht doch. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte? Okay, Hallo. Dann kriegst du 50 Cent sogar noch zurück. Nur eine Tageskarte hier kaufst. Das müsste dann... Ja, habe ich sogar richtig geraten. Okay, 50 Cent kriegst du zurück. Hallo. Hallo. Okay, Türe zu. Und... 40 fahren wir los, dann stelle ich die Zeit mal auf 39 vor. Also, das Uhrsymbol anwählen. 10 Uhr. 39. 0. 0. Okay. Gang rein. Haltestellenbremse lösen und los. Das ist jetzt übrigens schon die zweite Aufnahme. Weil bei der ersten... Ja, die war so doof, da sind die Fahrgäste wieder nicht eingestiegen und da hatte ich dann echt keine Lust mehr drauf. Dann habe ich das Ganze nochmal neu gestartet und jetzt geht's ja zum Glück. Man sollte vielleicht auch die Kupplung treten, wenn man einen neuen Gang wählt. So, oh ja, Entschuldigung. Ganz ruhig, die beschweren sich hier alle schon wieder. Okay, jetzt fahren wir mal schnell. Im zweiten Gang anzufahren war vielleicht auch nicht so schlau, aber das geht noch. Und dann in den ersten zu schalten, auch sehr logisch. So, jetzt ist der dritte drin. Ja, das ist nicht so einfach, muss man sagen. Vor allem, ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir, bevor ich Führerschein mache. Aber ich finde, das ist gutes Training hier, schon mal jetzt zu schalten. Dann weiß man, hat man schon ein bisschen das Gefühl dafür. Wenn man dann später den Führerschein macht, dann guckt der Fahrlehrer auf einmal doof, wenn du da ankommst und sagst, ach ja, ich weiß schon. Wie man das und das macht, ja, brauchen sie mir nicht erklären und dann... ja, aber... Natürlich wird das auf jeden Fall anders sein im Auto. Aber wie gesagt, da habe ich noch ein paar Jahre Zeit für. In 3 Jahren kann ich damit Begleitung fahren, dann bin ich 17 und dann... Ja. Kann man mit 18 richtig durchstarten. Okay. Hallo. Lassen wir sie rein. Ich war schon im vierten. Ach du Scheiße. Naja. Ich bin vom ersten direkt in den vierten. Deswegen ist er gerade auch so langsam losgefahren dann.
Hier müssen wir gleich abbiegen. Oh. Ja, Entschuldigung. Ja, und jetzt habe ich ihn abgewürgt. Motor an. Der erste ging rein und weiter geht's. Okay, hier müssen wir jetzt abbiegen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier in Neundorf gefahren bin oder mir das Add-on gekauft habe und mit dem Stadtbus hier durchgekurvt bin. So, gucken wir mal, dass wir die Ampel auch sehen. Und dann bin ich einfach hier, bin ich auch als erstes direkt mal die Linie 301 gefahren. Hab mir gedacht, ach, das war die erste Linie da, die man auswählen konnte. Fahre ich die doch einfach mal. Ging ganz gut, bis wir hier ankamen. Und der fährt jetzt wahrscheinlich in mich rein. Oder? Nee. Weil vorhin, als in der Folge davor, also nicht in der Folge davor, also als ich gerade aufgenommen habe und die Folge so doof war. Da wollte ich ja nämlich links abbiegen und dann ist mir einer in die Seite reingefahren. Das war dann nicht so gut, deswegen habe ich jetzt wieder so ein bisschen aufgepasst. Oh, hallo. Interessant. Schön. Der da hin und her wackelt. Also wo war ich stehen geblieben? Genau, dann bin ich, anstatt hier links abzubiegen, bin ich eben geradeaus weitergefahren. Und dann habe ich mich irgendwann gewundert, warum kommt denn da keine Haltestelle mehr oder warum will keiner einsteigen? Und dann habe ich die Fahrt abgebrochen, habe sie nochmal gestartet und dann habe ich es auch gefunden. Ja, so war das. Okay, da will gleich auch wieder einer aussteigen, weil wir fahren erstmal weiter. So, da vorne ist die Haltestelle. Da wollen auch zwei Damen einsteigen oder Frauen oder wie auch immer. Könnten Zwillinge sein. Eine in Rot, eine in Blau. Beide den gleichen Rock an. Wollen auch beide kein Ticket. Das passt doch irgendwie. Das ist verdächtig. Oh, habe ich ihn abgewürgt? Habe ich gar nicht gemerkt. So, erster Gang rein und los. Achso, ich hatte die Haltestellenbremse noch drin. Und natürlich bin ich wieder im dritten Gang losgefahren. Interessant. So, jetzt aber dritter Gang und weiter geht's. Hier sind 50 erlaubt. Okay, vierter Gang. Ja, sollte ich vielleicht etwas bremsen jetzt, weil sonst beschweren die Leute sich wieder. So, schön langsam. So. Ja, diesmal war es der erste Gang gut. Und der zweite wollte nicht reingehen. Naja. Warum fährt er denn nicht richtig los? Ach so, ich hatte noch die Haltestellenbremse drin. Ja, dann ist klar, dass er nicht losfährt. Oder nur zögernd. Ja doch, wir mussten geradeaus, weil das sah gerade so komisch aus, weil unten auf der Straße die Falle, die ging nur nach links und rechts und da dachte ich dann, hä? Aber da war dann kein Dings Pfeil, der gelbe Pfeil da war nicht da und dann dachte ich, na, muss wohl geradeaus. Das hat dann ja auch gestimmt. Ach, jetzt will da jemand aussteigen, der hat jetzt aber Pech. Obwohl, ne komm, lassen wir ihn raus, die Ampel ist ja eh rot.
sind sogar 2, 3, 4. Vier Leute waren das sogar. So, jetzt war die Haltestellenbremse aber raus. Du wirst jetzt bitte grün, du Ampel, sonst gibt's Stress. Na, guck. Die Ampel hört auf mich. Und der fährt hoffentlich nicht. Mann, warum? Warum? Warum fährt er denn in mich rein? Warum fährt er? Warum lässt er mich denn nicht? Erstmal, Mann. Das war jetzt aber nicht mein Fehler. Der wollte unbedingt schon fahren und ist dann in mich reingefahren. Nicht mein Fehler. Dann rufe ich auch nicht die Polizei. So, jetzt wollen sie hier alle aussteigen. Die Angsthasen. Hier die hintere Tür ist das. Und da verlassen sie alle den Bus. Guck mal. Ist das nicht schrecklich? Alle wollen sie weg. Keiner will uns haben. Wie schade. Jetzt rollen wir rückwärts, aber kein Problem. Von außen hört sich der auch cool. Hört sich der Bus auch cool an, oder? Und jetzt ist das Lenkrad schon wieder so schwer. Wartet mal kurz. Okay, und die Ampel wurde wieder grün. Perfekt. So wollen wir das haben.